Unsere politischen Führer haben uns gesagt, dass der Krieg gegen den Terror 100 Jahre lang dauern könnte. Eine neue Art von Krieg gegen einen mysteriösen Feind, der niemals besiegt werden kann. Ihr seid entweder auf unserer Seite oder auf der Seite der Terroristen. Eine Generation nach der anderen wird ihre Freiheit aufgeben müssen in einem endlosen Krieg für ein globales Imperium. Es war eine atemberaubende Zurschaustellung von Feuerkraft. Und das Pentagon sagt, wir hätten noch gar nichts gesehen. Die perfekte Bedrohung, um Bevölkerungen davon zu überzeugen, ihre Freiheit aufzugeben im Namen der Sicherheit. Es gibt keinen Zweifel, dass Saddam Hussein inzwischen Massenvernichtungswaffen hat. Es gibt keinen Zweifel, dass er sie anhäuft, um sie gegen unsere Freunde, unsere Alliierten und gegen uns einzusetzen. Und wenn er nicht abrüstet, dann werden die Vereinigten Staaten von Amerika eine Koalition anführen, um ihn zu entwaffnen. Im Namen des Friedens. Uns wurde gesagt, dass uns ein 100-jähriger Krieg bevorstünde, welcher eine Generation nach der anderen andauern werde. In diesem Film werden wir erforschen, wer die Fäden zieht und wer profitiert beim dunklen Spektakel der modernen Kriegsführung. Wir werden die Frage beantworten, ob die Menschen wissen, wie sie kontrolliert werden, ob sie die Systeme der Macht verstehen, welche sie umgeben. Die modernen Propagandamaschinen der Medienindustrie waschen ihre Gehirne und füllen ihren Geist mit Ballsportarten und geistlosem Müll. Beginnt die Bevölkerung zu begreifen, dass Regierungen im Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte hindurch Angst benutzt haben, um ihre Bevölkerung zur Akzeptanz von völliger Tyrannei zu bewegen? Der 11. September, nationale Ausweise, Big Brother, der Irakkrieg, die 7/7-Bombenanschläge in London, die geplante Invasion des Irans. Wie hängen diese Dinge alle zusammen? In vergangenen Filmen konzentrierten wir uns hauptsächlich auf den 11. September als das fundamentale Ereignis, der Vorwand für die heutige geopolitische Struktur. Das Klügste wäre es zu ziehen. Und sie trafen die Entscheidung zu ziehen und wir sahen dann zu, wie das Gebäude zusammenfiel. Landesweite Umfragen zeigen, dass die meisten Amerikaner und die meisten Menschen der anderen westlichen Länder glauben, dass die offizielle Geschichtsschreibung über 9/11 ein Betrug ist. Und ein großer Teil dieser Mehrheit glaubt, dass 9/11 ein Inside-Job gewesen war. Doch die Establishment-Medien bekämpfen weiterhin jede alternative Sichtweise über 9/11. In diesem Dokumentarfilm werden wir zuerst historische Ereignisse betrachten, die nicht bestritten werden. Ereignisse, bei denen die Tatsachen des regierungsgesponserten Terrors nicht angezweifelt werden, sondern offen von westlichen Regierungen zugegeben worden sind. Es gibt hunderte von Beispielen für regierungsgesponserten Terrorismus in der jüngeren Geschichte, auch bekannt als Operationen unter falscher Flagge. Wir beginnen mit einer Untersuchung von nur 5 Beispielen aus der Vergangenheit. Anschließend betrachten wir mehrere Fälle jüngeren Datums. Was ist eine Operation unter falscher Flagge? Die Definition laut Enzyklopädie: Operationen unter falscher Flagge sind verdeckte Operationen, welche von Regierungen, Konzernen oder anderen Organisationen durchgeführt werden und den Eindruck erwecken sollen, als wären sie von anderen Gruppen durchgeführt worden. Der Begriff stammt von der militärischen Taktik, unter falschen Farben, das heißt unter der Flagge eines anderen Landes, Kriegshandlungen zu begehen. Es gibt viele Variationen von Operationen unter falscher Flagge. Bei einer der populärsten Arten, die von Regierungen durchgeführt werden, werden Terroranschläge oder andere furchtbare Taten inszeniert und die politischen Gegner für diese dann verantwortlich gemacht. Einer der bekanntesten Fälle von Operationen unter falscher Flagge war vom neu gewählten Adolf Hitler am 27. Februar 1933 inszeniert worden. Nazi-Dokumente, die Ende des Zweiten Weltkrieges gefunden worden waren, sowie Zeugenaussagen während den Nürnberger Prozessen, enthüllten, was viele Historiker bereits vermutet hatten. Hermann Göring hatte den Reichstag, das deutsche Parlamentsgebäude, in Brand stecken lassen. Die Nazis präsentierten hinterher ihren Sündenbock, Marinus Wanderlöbbe, ein stark geistig behinderter junger Mann, welcher in einer Seitenstraße hinter dem Reichstag, nackt auf dem Boden herumrollend, angetroffen wurde. Wanderlöbbe wurde anschließend in einem Nazi-Schauprozess für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Er wurde am 10. Januar 1934 enthauptet. Hitler benutzte die Krise, die er selbst geschaffen hatte, um Gesetze zu verabschieden, welche dem US Patriot Act ähneln. Er wurde zum Diktator und nahm die Welt ins Visier. Bis zum März 1939 hatte Hitler bereits die Tschechoslowakei und Österreich annektiert und wollte Richtung Osten, nach Polen, vorrücken.
Hitler wollte jedoch nicht als der Aggressor erscheinen. Er brauchte einen Vorwand, um Polen anzugreifen. Heinrich Himmler entwarf den Plan. Die Operation trug den Codenamen Operation Himmler. In der Nacht des 31. August 1939 wurde ein unbekannter Häftling aus einem der Konzentrationslager in eine polnische Uniform gesteckt, nach Gleiwitz an der deutsch-polnischen Grenze gebracht und dort erschossen. Die gestellte Szenerie mit dem toten Häftling in der polnischen Uniform sollte den Eindruck erwecken, als hätte ein polnischer Angriff auf die deutsche Funkstation stattgefunden. Deutsche Radiosendungen, Zeitungen und Filmberichte waren voll von den Meldungen und den Bildern von dem scheinbaren polnischen Soldaten, der es gewagt haben soll, das Reich anzugreifen. Jetzt hatte Hitler seinen Vorwand, um in Polen einzufallen, und der Albtraum des Zweiten Weltkriegs begann. Im Jahr 1953 stürzte die Central Intelligence Agency in Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst MI6 den demokratisch gewählten Staatschef des Irans, Dr. Mohammad Mossadegh. Mossadegh hatte seine Bildung im Westen erhalten, war pro-amerikanisch eingestellt und hatte kurz nach seiner Wahl im Jahr 1951 kommunistische Streitkräfte aus dem Norden des Landes vertrieben. Mossadegh verstaatlichte dann die Ölfelder und verweigerte British Petroleum das Monopol. Die eigene Geschichtsabteilung der CIA auf der Seite cia.gov erläutert im Detail, wie amerikanische und britische Geheimdienstagenten Terroranschläge durchgeführt und für diese dann Mossadegh verantwortlich gemacht hatten. In den späten 1990er Jahren wurden große Teile der Operation Ajax veröffentlicht. Der Kommandant von Operation Ajax war der Enkel des Präsidenten Theodore Roosevelt, namens Kermit Roosevelt. Vor seinem Tod im Jahr 2000 prahlte Kermit Roosevelt gegenüber Reportern mit seinem Patriotismus, den er bewiesen hätte, indem er Terroranschläge im Iran durchführte und die iranische Regierung dafür verantwortlich machte. Die Provokationen beinhalteten Propaganda, Demonstrationen, Bestechungen, Infiltrierungen sowie Operationen unter falscher Flagge. Sie verübten einen Bombenanschlag auf die Behausung eines bekannten religiösen Anführers. Sie griffen Moscheen an, feuerten Maschinengewehrsalven in Menschenmengen und verteilten tausende Handzettel, auf denen stand, dass Mossadegh hinter den Attacken stecken würde. Auf den Zetteln hieß es: Hoch mit Mossadegh, hoch mit dem Kommunismus, nieder mit Allah. Dr. Mohammed Mossadegh wurde für den Rest seines Lebens eingesperrt. Ihm erging es damit besser als seinen Ministern, welche nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Staatsstreich hingerichtet wurden für Verbrechen, die der MI6 und die CIA begangen hatten. Die CIA formte anschließend die gefürchtete iranische Geheimpolizei, den SAVAK, und damit begann eine 25 Jahre lange Herrschaft des Terrors und der Folter. Die Operation wurde von den westlichen Geheimdiensten als riesiger Erfolg gewertet. Die CIA benutzte von da an die exakt gleiche Strategie in Scharen von Ländern, um sowohl gewählte Regierungen als auch Diktatoren zu stürzen. Operation Gladio war der Codename für ein Programm, unter welchem hunderte von Bombenanschlägen von westlichen Geheimdiensten und von der NATO verübt worden waren. In Italien, in anderen westeuropäischen Ländern, im Mittleren Osten, in Lateinamerika und in Asien. Zwischen 1947 und 1981 wandten sich italienische Präsidenten an die Öffentlichkeit und gaben zu, dass Operation Gladio auf unschuldige Zivilisten abzielte und für die Attacken Linksradikale und Kommunisten verantwortlich gemacht wurden. Am 22. November 1990 gab es im Europaparlament eine Resolution, welche die Aktivitäten unter Operation Gladio verurteilte. Der ehemalige italienische Geheimdienstchef hat ebenfalls sein Schweigen gebrochen über die Aktivitäten unter Gladio. In vielen anderen Ländern wurden Dokumente über Gladio veröffentlicht. Es ist öffentlich bestätigt. Die US-Regierung und andere westliche Regierungen verübten Anschläge auf Züge, Busse und Schulen. Mehrmals wählten beteiligte Agenten Schulbusse als Ziel aus, weil sie wussten, dass Bilder von toten Kindern die Bevölkerung in Rage versetzen und sie zur Aufgabe ihrer Freiheit bewegen würden. Ein besonders blutiger Bombenanschlag am Hauptbahnhof der italienischen Stadt Bologna am Morgen des 2. August 1980, bei welchem 85 Menschen starben und über 200 weitere Menschen verletzt wurden, führte dazu, dass ein paar italienische Amtsträger ihr Schweigen brachen und begannen, einen kleinen Teil dieser furchtbaren Operation zu enthüllen.